Horst Seehofer hat sich in einer Fernsehsendung verplappert und aus Versehen die Wahrheit gesagt. Er sagte, dass die wahren Entscheider gar nicht gewählt sind. Jetzt hat es also endlich einer zugegeben und die wahre Verschwörung ist enttarnt. Aber stimmt denn das? Ist es wirklich so einfach? Wir gucken uns das Seehofer-Zitat genauer an. Ihr seid beim Kanal Verschwörung und Fakten und das geht so. Einige von euch kennen das Problem. Es gehört zur Folklore der Verschwörungsszene, dass sie einem Zitate um die Ohren hauen, die angeblich eine Verschwörung beweisen. Na klar, denke ich da immer, die Mächtigen dieser Welt verplappern sich natürlich ständig und jeder kann mit ein paar Klicks im Internet diese Sachen enttarnen. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen genervt. Aber bringt ja alles nichts. Also gucken wir uns den Sachverhalt mal in Ruhe an. Das angebliche Seehofer-Zitat habe ich hier bereits eingeblendet. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Zitat Horst Seehofer. Auf dem Blog der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, wurde ein Video von mir verlinkt und beschrieben. Und was entdecke ich da in den User-Kommentaren? Na, ihr ahnt es, beziehungsweise ihr seht es sogar schon. Ein Pierre Brice-Fan befleißigt sich hier, mit dem Seehofer-Zitat um sich zu schmeißen. Jetzt reicht's mir, habe ich gedacht, und beschlossen, ein Video zu machen. Sobald also ein Verschwörungsfan das nächste Mal mit dem Zitat um die Ecke kommt, werde ich ihm einfach dieses Video hier verlinken. Na, dann gehen wir das Ganze doch mal durch. Als erstes will ich euch die Relevanz zeigen. Dafür blende ich euch ein Zitat von dem Universalgenie Eva Herrmann ein. Wenn ihr euch das Zitat oben links in dem Bildausschnitt auf ihrem Telegram-Kanal genauer anguckt, seht ihr, dass sie nicht in der Lage ist, das Zitat richtig wiederzugeben. Aber korrektes Zitieren ist selbstverständlich völlig überbewertet. Denn wer die Wahrheit gepachtet hat, braucht sich nicht mit kleinen Details auseinanderzusetzen. Aber gut, ich wollte ja nur kurz zeigen, dass das Zitat in der Community eine gewisse Relevanz hat. Nur noch eine kurze Anmerkung dazu. Die Recherche hat ungefähr eine Minute gedauert. Ich habe mir so gedacht, na, guckst du mal bei den üblichen Verdächtigen, ob du das Zitat als Beleg findest. Also bin ich auf den Eva Herrmann Telegram-Kanal gegangen und schwupps, schon hatte ich es. Das ist so lustig und absurd zugleich, wie berechenbar diese Leute einfach sind. Aber die denken ja alle selber und folgen kein Mainstream oder so. Nein, nein, nein. Alles Freidenker, keine Frage. So, bevor das jetzt hier in einen absoluten Rant ausartet, gucken wir uns mal ganz sachlich an, was es mit dem Zitat eigentlich auf sich hat. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Hier der Beweis. Das Zitat ist echt. Horst Seehofer hat es am 20. Mai 2010 bei der Satire-Sendung Pelzig unterhält sich gesagt. Damit ist dieser Schritt abgeschlossen. Und ich sage ganz bewusst Schritt, denn nicht der Prozess ist abgeschlossen. Das ist nämlich der häufigste Fehler, den man immer so findet. Denn ein Zitat, in dem Fall ein einziger Satz, ist ohne den Kontext, in dem er geäußert wurde, überhaupt nichts wert. Er hat keinerlei Aussagekraft. Das ist wichtig zu betonen. Wo also die selbsternannten Wahrheitssucher aufhören, beginnt eigentlich erst die Recherche. Ich will euch dazu nicht die gesamte Sendung zeigen, dies würde zu lange dauern, aber zumindest den Gesprächskontext aufzeigen, den wir im Anschluss analysieren werden. Los geht's! Müssen wir dringend was besprechen. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Und wie gehen Sie damit um? Ja, ich bin jetzt in einer therapeutischen Sitzung bei Ihnen. Ja. So wie ich umsonst komme, behandeln Sie mich umsonst. Ja. Aber ich fürchte fast, das ist ein aussichtsloser Fall. Ja? Also, ja, nein, nicht Sie persönlich, die Sache, aber die Sache. Die Sache, die ja, Macht. Ja. Schauen Sie, ich versuche mich dann immer Darf in man so. Da auch was trinken? Ja, bitte, ja. Sie können auch Nachschlag haben, Sie können auch was mitnehmen, in Sie hineinzuversetzen. Ich habe jetzt für die Sendung sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich für jedes meiner Vorurteile, gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vögeln soll ich glauben? Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können ja auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die
entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja, was machen Sie dann? Fühlen Sie sich dann als Politiker nur noch so als dekoratives Element? Oder? Nein. Sie müssen einfach die verschiedenen Informationen aufnehmen und dann so entscheiden, wie Sie es für richtig halten. Und im Regelfall passt es. Haben wir global eine Chance gegen die Finanzmacht, wenn wir schon im Eichenland, sagen wir mal, die Pharma-Lobby überhaupt nicht in den Griff kriegen? Wir haben dann eine Macht, wenn das, was immer verkündet wird, auch getan wird. Ich bin ja seit vielen Monaten, und deshalb haben Sie mich wahrscheinlich auch als den bekanntesten Sozialdemokraten Bayerns vorgestellt. Deutschlands. Deutschlands, ja. Nein, ich bin entschieden dafür, dass man diese Finanzbranche jetzt heranzieht mit einer festen Steuer und damit die das mitzahlen, was sie angerichtet haben. Das ist meine Überzeugung. Das war jetzt zugegebenermaßen recht lang. Aber dafür bietet sich dann die Gelegenheit, sich selber einen Eindruck zu machen. Punkt 1 ist recht offensichtlich. Es handelt sich um eine Satire-Sendung. Hier jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, ist ziemlich gewagt. Aber das will ich keineswegs als Totschlagargument benutzen. Auch in einem solchen Format kann ja etwas Spannendes erzählt werden. Kommen wir daher zu zweitens, dem Kontext. Das Gespräch hat 2010 stattgefunden. 2008 war die große Finanzkrise. Der Kabarettist fragt dir daher nach der Einhegung der Finanzmacht. Und jetzt bitte gut aufpassen, hier sind wir nämlich am kritischen Punkt. Die Aussage Seehofers bezieht sich auf ein einziges abgegrenztes Politikfeld. Noch präziser, auf eine einzige Frage. Ist die internationale Finanzmacht zu brechen oder zumindest zu begrenzen? Und nur in diesem konkreten Kontext macht die Antwort Seehofers auch Sinn. Was aber die Verschwörungscommunity daraus macht, ist eine Fälschung. Sie setzen es in einen größeren Kontext, in dem es überhaupt nicht geäußert wurde. Sie übertragen es einfach auf die globale Politik. Dann wird daraus das Narrativ der Scheindemokratie, wo vorne nur Puppen stehen und geheime Mächte im Hintergrund die Fäden ziehen. Das hat Seehofer aber gar nicht gesagt und offensichtlich auch gar nicht gemeint. Dies zu suggerieren, ist nichts anderes als eine Täuschung oder Lüge. Drittens zeigt der Ausschnitt dann, dass Seehofer seiner eigenen Aussage kurze Zeit später schon widerspricht. Er führt nämlich ins Feld, dass man die Finanzbranche heranziehen muss und besteuern sollte. Will also heißen, dass die gewählten Politikerinnen durchaus Entscheidungen treffen können. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Ich will euch anhand des von Seehofers adressierten Politikfeldes noch einmal zeigen, wie unspektakulär die Aussage eigentlich ist. Denn bezogen auf die Finanzmärkte ist das Zitat Seehofers ja korrekt. Auch wenn man sie sicherlich nicht auf jedes Teilgebiet der Finanzmärkte übertragen kann. So gilt das Zitat doch beispielsweise bei den Währungsspekulationen. Ein Blick in die Historie reicht. Anfang der 70er Jahre führten die Spekulationen auf einen steigenden Goldpreis dazu, dass letztendlich das Weltwährungssystem zusammengebrochen ist und wir es seitdem mit freien Wechselkursen zu tun haben. Und dies war letztlich eben keine Entscheidung von gewählten Vertreterinnen. Genug jetzt aber zu diesem kleinen Exkurs. Ich will die Sache ja nicht komplexer machen, als sie ohnehin schon ist. Vielmehr will ich mit euch noch die Frage beantworten, warum eigentlich so viele Verschwörungsfans darauf reinfallen. Hier möchte ich auf einen psychologischen Begriff zurückgreifen, den sogenannten Confirmation Bias. Die Wahrnehmung eines Menschen ist vielen Verzerrungen unterlegen. Jeder einzelne von uns ist nur sehr begrenzt in der Lage, ein objektives Bild von der Wirklichkeit zu haben. Grund dafür sind die angesprochenen Verzerrungen. Der hier angesprochene Bestätigungsfehler besagt, dass wir unsere Umwelt nur sehr selektiv wahrnehmen. Wir picken uns das heraus, was unsere eigene Einstellung stützt, unser eigenes Weltbild nicht irritiert und am Ende bestätigt. Und genau dies machen Verschwörungsfans mit dem Zitat von Seehofer. Es passt einfach zu gut in das eigene Narrativ. Da würde eine gründliche Recherche und das Setzen in den Kontext sich nur lästig ausnehmen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, muss gesagt werden, dass wir alle diesem Bestätigungsfehler unterliegen. Auch Verschwörungsfans sind nur normale Menschen. Und den Verschwörungsfan gibt es schon mal sowieso gar nicht. Aber das ist der Stoff für ein neues Video. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video zeigen, was an dem Seehofer-Zitat wirklich dran ist. Das Zitat wird aus dem Kontext gerissen und dann, sinnentstellt, in einen neuen Kontext gesetzt. Das einzige Geheimnis, das hier gelüftet wird, ist, dass so mancher Wahrheitssucher eher nach Bestätigung denn nach Wahrheit sucht. Dieses Video wurde auf Patreon unterstützt von Fabian Schild, Daniel, Emix, Marktplatz, Carlo Klemm und zwei anonymen Unterstützern. Vielen Dank dafür. Gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.